Da ist es. Kahn muss man nicht gehen. Sieh mal dahin, was da steht, was als nächstes kommt. Wir haben drauf gewartet, Mann. Kinso gegen Nicky. Wir haben drauf gewartet. Oh mein Gott. Ja, über ein Jahr haben wir gewartet. Kinso gegen, ich glaube, drei Jahre. Kahn. Also, wir haben das letzte Mal bei irgendeinem HTS gespielt. So. Das ist ewig her. Noch ein HTS im Pellerhaus? Ich glaube sogar, ja. Ich glaube nicht in der neuen Venue. Brutal. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal Kinso gegen Nicky war. Ich erinnere mich nicht daran. Weißt du, so lange ist es her. Ich glaube, es war vor Covid. Pre-Covid, Mann. Ja. Das ist, als Eis noch die Eins war, Mann. Bro, bro, bro. Don't even get me started, Alter. Und als Mustafa die Eins war und dann war Nicky die Eins auf dem Ranking, ja, war ich so, Leute, ich weiß, es sieht so aus, aber ich glaube, ihr habt hier einen Fehler gemacht. Als Kinso die Eins war und Nicky die Zwei, war ich so, Leute, ich weiß, es sieht so aus, aber ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht. Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir mal gucken, ob ich recht hatte diesmal, weil Ice und Nicky haben nie wieder gespielt danach, aber Nicky und Kinso. Ich liebe es nur, das ist auch eine meiner Lieblingsstories auf Superbu. Das war ja so Kinsos Breakout-Performance. Ja. Ne? Da hat er ja gegen Ice Mustafa geschlagen. Gewonnen, so. Er hat danach übrigens nie wieder ein Game gegen Mustafa gewonnen. Das ist auch so bonkers einfach. Es ist, doch, Games glaube ich schon. Nur ich glaube, es war immer 3-0, glaube ich. Unabhängig davon. Ja, Nicky hat ihm so Tipps gegeben gegen Ice, weil Nicky gedacht hat, dass Kinso Ice zu dem Zeitpunkt noch nicht schlagen würde. Und Kinso hat halt gewonnen, riesiges Pop-Off, ne? Alle laufen auf die Stage. Und Nicky hat sich im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen geärgert, dass er nicht derjenige war, der Ice schlägt. Voll, ja. Der erste Deutsche, der Ice schlägt, seit irgendwie, seit keine Ahnung, Reaper 2007 gefühlt. Also Reaper hat einmal das Bracket resettet bei How Dare You und ich glaube, das war 2016. Ja, dann, das ist... Und davor war der letzte, glaube ich, K-Jab oder Pasi und das war halt so 2009 oder 10. Das ist actually, also Eis in Deutschland über die längste Strecke schon so, dass eine der dominantesten Sachen, die wir in Europa hatten. Ich meine, Amada hat ja immer noch Leffen gehabt, der ihn ab und zu mal geschlagen hat. Ja. Prof war auch relativ lange unangefochten, aber... Mhm. Da gab es ja dann doch Frenzy relativ zeitig. Also ab und Prof, zu mal so ein Prof war, glaube ich, 10 Jahre Nummer 1. Also ja, aber nicht so, ohne mal Sets zu verlieren, oder? Ja, voll. Ja. Weil wenn wir einen Schnitt dran denken, welcher europäische Topspieler in seinem Land kein Set gedroppt hat gegen andere, ist, glaube ich, Ice schon der dominanteste gewesen. Voll, ja. Ich glaube, Prison ist auf einem guten Weg. Oh ja, Prison. Ich glaube, Norwegen ist nicht ready für diesen Mann. Okay, und wir haben Ice, wir haben, ja, genau. da war Ice gerade auf dem Bildschirm. Wir haben Ice Climbers, wir haben Nicky gegen Kinso, das erste Mal seit Ewigkeiten. Ja. Und es geht hier um nichts Geringeres als die Krone von deutschem Melee. Und Kinso startet mit einer der rein, die den ersten Stock von Nicky deludet. Ich habe davor gesagt, ich denke, Niklas hat keine Chance. Das habe ich gesagt, als ich so mit Leuten über das Turnier geredet habe, über Seeding. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Nicht nur wegen dem ersten Stock, weil das ultra clean war, sondern weil Niklas sehr confident darüber geredet hat, wie er sich fühlt dagegen. Okay. Was hat er gesagt? Er hat halt einfach nur gesagt, dass er ein Matchup gut ist und sich gut fühlt. Das war alles. Aber er hat sehr confident gesagt. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat. Es ist auch traditionally gar kein schlechtes Matchup für Ice Climbers. Ne? Es ist eher ein Matchup, wo Ice Climbers sagen, okay, Gott sei Dank ist es kein Fox. Ja, ja, genau das, ja. So, Ice Climbers fühlen sich, glaube ich, wohl gegen Sheik. Fühlen sich wohl gegen... Eigentlich nur gegen Sheik und gegen Falco, würde ich sagen. Schon, ne? Ja. Von gegen den relevanten. Gish, gegen Samus, gegen... Gegen Yoshi maybe gegen vielleicht Yoshi, oder so? Ja, I guess. Und ja, fühlen sich halt nicht wohl gegen Fox, gegen Marth, gegen Puff. Und das hier ist ein Matchup, wo man denkt, okay, das ist ein Ding, wo ICs nicht einen Vorteil haben, aber sich wohler fühlen als in anderen Matchups. Und jetzt guck dir das an. Der beste Spieler in Deutschland gegen den besten Spieler vom letzten Jahr, Kinso. Und es sieht wirklich gut aus für Kinso in diesem Game One. Ja. Was ich auch, gut, jetzt mein Punkt ist, den ich sagen wollte, ist gerade zerstört worden. Ich wollte sagen, Niklas ist auf jeden Fall einer, von dem ich denke, dass er gegen die Sopo weniger Probleme haben wird als die meisten anderen. Weil Niklas ist so ein weirder Typ, der einfach diese komischen Nischen-Matchups alle kennt und spielt und kann. Denn again hat er schon 2 Stocks gegen den Sopo verloren und 54 gefressen, ja. Aber manchmal, Dicker, Nicky Sopo hittet auch different, Alter. Ja. Also ich glaube auch, ich bin gut gegen Sopo, aber wenn, dann spiele ich gegen Nicky bei Jedo und dann ist so, okay, alles klar. Er ist einfach immer schneller als du und er better playert dich einfach mit den simpelsten Mitteln. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz ist Kinso immer noch einen Stock vorne, sagen wir einen halben. Ja. Wenn Nicky, das Ding ist, was Kinso sehr, sehr gut macht, denn das ist genau, wo Nicky thrived, logischerweise, weil das ist, wie das Matchup und wie der Charakter funktioniert.
Ich glaube, Kinso wurde noch nicht einer gegrabt. Ja. Aber also man sagt immer so, ja, einfach nicht gegrabt werden. Digga, es ist so schwer, gegen nicht ja. gegrabt zu werden von einem Spieler, der so gut darin ist, dich zu grabben wie Nicky. Ja, voll. Und da haben wir es. Nicky hat... Das kann das Game sein, ja. Wenn Nicky jetzt... Das ist immer noch relativ execution-heavy, ne? Also es ist nicht, naja, es ist nicht free, nicht. Es ist nicht leicht, aber ja, Nicky droppt das eigentlich selten. Und das ist das erste Game. Nicky erst zwei Stocks verloren und dann ein Comeback aus der Hölle gemacht. Vor allem der Sopo war sehr, sehr bedeutsam dafür, dass er dieses Game gewonnen hat. Und mal sehen, wie Niklas sich jetzt fühlt. Weil du siehst, er hat im ersten Match schon einiges in die Waagschale gelegt, hat gezeigt, wo seine Stärken sind, wie er das Matchup spielen will. Und Nicky unbeeindruckt davon. Sehr unbeeindruckt. Ungeachtet dessen, wie die beiden sich so, also in dem Matchup jetzt fühlen, wie sie so auf einer Metaebene über das Spiel nachdenken. Einfach komplett scheiße für Kinso, dass er sich das Herz aus dem Leib gespielt hat und das Game trotzdem verliert, obwohl er die ganze Zeit so ein gutes Game gespielt hat, so weißt du? Er wurde einmal gecrappt und es war leider Last Stock in der schlechten Position so. Davor wurde er nur von Sopo gecrappt und da hat er schon einiges gefressen. Es ist, das war ein unfortunate Mistake da. Aber keine Ahnung, wenn man Icy's schlägt als Falco, dann auf Yoshi's. True. Es ist, sehr, sehr leicht, dann Nano auf the top zu killen. Also haben wir viele gute Setups für. Nur die Frage ist halt, lässt Sopo das zu, dass man Nano tötet? True. Und das ist keine Funny, weil das eine relativ gute Stage für Icy's in anderen Matchups ist. Ja. Aber gegen Falco, oh mein Gott, er geht für die Reverse Fair, kann das Edgeguard aber nicht werben. Hätte er readen müssen und will er sich natürlich jetzt auch nicht reinrennen mit irgendeiner Da hätte er natürlich... Digga, er macht einfach den Südwesten von der Ledge mit Falco und es funktioniert einfach. Okay, der Upgamer, wieder ein Stock hinten, genau wie in Game 1, aber diesmal sieht Nicky sogar besser aus in dem Game, finde ich, als Kinso. Oder als im ersten Game. Nicht als Kinso insgesamt, aber die Doppelbär, aber trifft nur die Shy Guys. Und ja, Nana und Popo haben auf jeden Fall unterschiedliche Prozente gerade, was ein Problem werden könnte, wenn einer von den beiden getroffen, wenn beide getroffen werden und Nana auf einmal irgendwo ist. Oh mein Gott, und Nicky kriegt Nana nicht aber mehr. Tot. Ja. Kinso ist nicht tot und Nana stirbt. Das ist sehr, sehr schlechter Trade für Nicky. Then again, das haben wir bei Valhalla auch immer gesagt, jetzt hat Kinso gerade den Final Boss unlocked, weil der Sopo ist eigentlich so, so krass, Mann. Wenn Popo nicht auf Nana warten muss, dann ist er immer, ich glaube, es sind 6 Frames, die Popo vor Nana actet. Er ist jetzt in allem, was er macht, 6 Frames schneller, weil er nicht auf Nana warten muss. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich bonkers. So, das ist manchmal ein Pace-Change, den du nicht auf dem Schirm hast. Ich denke, Nana ist tot. Schöner Kill auf Nana. Das ist das, was ich gemeint habe. Auf Yoshis stirbt Nana einfach. Sie stirbt einfach. Also es ist nicht nur, dass sie die Kack-AI hat für Randall und da sich selber tötet, sondern es ist halt einfach gegen Falco. Falco tötet Nana einfach. Macht's einfach. Und das ist Game 2. Geht an Kinso. Two-Stock. Andersrum als das erste Game, ja. Aber jetzt... Jetzt haben wir FD und das ist ein altbekanntes Spiel. Es ist certainly a stage. One of the most stages to ever stage, to ever platform. Okay, und Kinso probiert in den Approaches mit dem Laser halt irgendeinen Lockdown auf einen von den beiden zu bekommen. Ist doch ganz gut. Du zielst auf 2 Ziele und egal welches von den beiden du triffst, du freust dich eigentlich, dass du eins getroffen hast. Ja. Und dann kriegt er den Lockdown auf einen von den beiden mit dem Laser, der dann nicht shielden kann und... probiert dann halt der Damage der auf war den sehr, zu machen. Sehr greedy, der F-Smash da. Sehr, sehr Gierschlund Gamer auf jeden Fall. Und wir hören Jamans in der Crowd. Das ist natürlich Shoutouts an Anna. Hannover Diggi. Aber Niki, wir werden ihn später auch noch im Cruise sehen, denn er ist ein Sonnenallee-Homie und wir spielen zuerst gegen Nikis Crew. Oh, damn. Es sind irgendwie Finn, Sebi, Nikki, Sienna und ich weiß gar nicht, wer die fünfte Person ist. Cruise wird Hype. Cruise wird richtig Hype. Ja. Schön die Kiezklatsche verteilen oder bekommen. Je nachdem, an welchem Ende der Kiezklatsche man sich befindet. Gibt es eine Saarland-Crew? Es gibt keine Saarland-Crew. Es gibt so eine Crew mit guten Restspielern. Das sind Domme, Deko, Shima, ich und eigentlich sollte es Robert sein, aber der ist nicht da, deswegen ist Creighton eingesprungen. Oh, shit, die Crew ist Hype. Ja, Mann. Ist auch so ein bisschen schön über Deutschland verteilt, alle Ecken. Voll. Ihr habt so eine kleine Kompass-Crew. Ja.
Also dafür, dass es FD ist, ist es hier ja, nicht so deutlich, wie ich gedacht habe, dass es wird. Und er kriegt never mind. Regret, never mind. Das Ding ist, du musst da mit Falco eigentlich reintacken, weil wenn du Tag-and-Place oder Tag-Rolle rausmachst, dann bist du halt in diesem Knobbel gefangen. Und wenn du rein, und die wissen, dass du reintacken musst, also sind sie nur dafür ready. Und wenn du dann nicht reintackst, dann können sie halt einfach dich da grabben. Weil er steht so, dass er ihn grabben könnte, wenn er Tag-and-Place oder Tag-Rolle rechts macht. Und wenn nicht, dann macht er einen Wave-Dash-Back und macht dann den Wave-Dash-Back, den Grab während des Wave-Dashs. Ja, ich glaube, in Frame... Und rutscht quasi durch und greift ihn im Durchrutschen. Ich glaube, es ist Frame 11, in dem der Grab dann rauskommt. Ja. Weil ich glaube, Wave-Dash hat 10 Frames Lockout und der Grab kommt dann, ich glaube, der ist 3 Frames schnell. Ja, also kommt er in Frame 14 oder so raus. Das war's. 2-1, aber immer noch ein kompetitives Set. Voll, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Das ist halt... Yoshi's ist der eine Counterpick, der richtig gut ist. Ja. Ich finde Stadium nicht so gut. Ich glaube, Battlefield ist vielleicht nicht. Ich glaube, Battlefield oder Dreamland wäre jetzt auch mein Gedanke. Ja. Da sind wir auf Battlefield. Zack. Und Kinso fängt direkt mit den Edge-Cancel-Side-Bees an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber er hat immerhin ein Opening daraus bekommen, mit dem er Nana und Popo, beiden, separat voneinander, einiges an Damage machen konnte. Niki geht für die Bär hier, ja. Und geht für eine Abwehr und kriegt den Tech-Chase auf der Plattform mit der Abwehr. Und das ist ein... Oh, Backthrow. Okay. Ich dachte, das ist ein Nobble-Blesobble-Genobble. Digga, er liebt heute seine Side-Bs. True. Ja, gerade auf Battlefield kannst du halt über die Plattform relativ easy hin und her Side-Bean. Und ein bisschen, also es ist ein bisschen halt ambiguous, wenn der Gegner nicht genau weiß, dass das immer genau gleich aussieht, weißt du? Es ist halt ultra easy. Das kann so einem Affen einen Controller geben und er kann es auch machen. Aber es ist, das Problem ist, hast es ist halt... Hast du gerade einen Affen genannt, doch? Nee. Weiß nicht, ob das jetzt fair von dir ist. Er hat immerhin ein Game gezogen. Es geht mir mehr darum, es ist zwar gut und es sieht ultra swaggy aus, aber wenn der Gegner dafür bereit ist, hast du keinen Double Jump und du fliegst dann halt einfach tot von der Stage. Das ist genau das Ding. Alle wissen, wie das aussieht, wie der sich bewegen muss, damit das passiert, und jeder ist eigentlich ready dafür, wenn das passiert. Deswegen, also er hat es jetzt 4-5 Mal gemacht, Niki hat es nicht gepunished. Wenn ich Niklas wäre, würde ich nicht davon ausgehen, dass es weiter so geht. Ja, true. Und Niklas ist hier aber, hat einen guten Lead auf jeden Fall. Ich glaube, ja. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich glaube, er hat Prozent bekommen. Vielleicht ausrufezeichen Clip in den Chat, damit wir das mal analysieren können. Okay. Das ist der Stock. Das ist der Stock, ja. Digga, sieht aus, als haben wir hier Kurs auf dem Game 5, Mann. Das wäre schon ultra Hype. Ich finde, du malst gerade ein bisschen zu schnell den Teufel an die Wand. Nee, Mann. Aber then again, was macht Nana auf der Plattform? Wirft sie auch immer nach vorne? Oh, das war so ein komisches Mix-Up-Ding, Alter. Die Reverse-Sachen von ICES, die machen mein Gehirn kaputt. True. Die F-Smash ist auch so fucking strong, Dicker, in beide Richtungen. Und du musst die immer richtig ein, damit du nicht komplett auf Guard gecatcht wirst. Genau das. Wenn du sie Reverse machst, bist du so, okay, ja gut. Da hätte ich halt exakt das Gegenteil machen müssen. Aber ja, Niklas kämpft sich sehr, sehr gut um Nikis Approaches hier rum. Niki hängt im Prinzip unter der Plattform in der Corner rum. Eigentlich was du Falco gern machen siehst, ne? Ja. Aber es ist auch gar nicht schlecht, wenn du den Blizzard halt vor dir hast und der Falco sagt, ey, ich muss da irgendwie reinkommen. Und durch die Plattform zu fast fallen und dann unterhalb der Plattform eine Aerial erst zu starten, ich glaube, da kann man schon noch ready für sein, weißt du? Schon. Der F-Smash! Holy shit! Krass, dass sie getroffen hat, aber ja, sehr, sehr gute Position hier für Kinso, wollte ich sagen. Der Abtilt! Okay, Niki geht für einen Read hier, für den Tag-and-Place-Read. Kriegt ihn nicht ganz. Und das ist der Schuhanzieher, kein Sprung mehr für Niki. Doch, sorry, ich bin der schlechteste Spieler. Er hat immer noch einen Sprung gehabt. Immer wenn ich calle, keinen Sprung, und jemand mit der Mitte so, okay, ich bin der schlechteste Spieler. Ich kann nicht mal erkennen, wenn jemand springt. Digga, ich erkenne nicht mal, wenn ich einen Sprung habe. Fair. Aber du spielst Falcon. Falcon hat immer einen Sprung. Du brauchst gar nicht drüber nachdenken. Ich bin der Typ, der seinen Sprung verliert, Mann. Ich bin auf die eine Beast, die steht. Also wir sind hier im selben Boden. Also. Ich musste einen Skit machen, den ich nicht machen wollte bei NDM Finals, darüber, dass ich meinen Sprung suche, Mann. Wirklich? Habt ihr es gemacht? Michael hatte doch mal so einen Tweet gemacht, so mit Hugo Egon Balder, der so sagt, Spino Spinelli aus dem Saarland möchte wissen, wo ist mein Sprung? Ja, stimmt. Das ist auch ein relativ neues Meme-Pattern, also ist gar nicht so lange her. Das hat er 2018 gepostet. Wirklich? Oder so, Mann, das ist uralt. Digga, Michael seiner Zeit voraus. Niki seiner Zeit etwas hinterher, kriegt das Edgeguard nicht, weil er das Timing ein bisschen verscheißt. Siehst du, ein bisschen dämliche Band dazwischendurch, kann auch gute Segways machen. Mann, ich wollte gerade sagen, das Segway war insane, Mann.
Okay, aber ja, es sieht mir wirklich, also du hast es gecallt vor vier Minuten, aber wir sind auf jeden Fall. Wir sind auf Game 5 Kurs hier, auf jeden Fall. Es sei denn, der Sopo macht jetzt hier komplett den Bonker Brazy, Mann. Oh, wow, 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 wow. Niklas wollte kurz ein bisschen Source geben, aber ja, okay. Da sind Game 5, Nummer 1 gegen Nummer 2. Ja, Mann. Ich habe Niklas Unrecht getan, als ich gedacht habe, er hat keine Chance. Ich habe Unrecht getan. Er hat offensichtlich, mehr als eine Chance. Ja, er hat tatsächlich 5 Chancen. Wenn wir es in Stocks zählen, hat er 20 Chancen. Okay, das ist ein Grab und er kriegt den Regrab nicht. Niklas schön. Niklas ist actually einer der schönsten Fountain-Spieler. Niklas ist einer der Falcos, die die Stage so geil ausnutzt. Nice. Oh, wir haben es tatsächlich geändert. Ne? Fountain war vorhin nicht die Slippy-Version und ist sie inzwischen, weil ich glaube, es hat gelaggt zwischendurch. Ja. Na, yo, tot, aber ich dachte, Popo überlebt auf keins. Aber okay, Niki kriegt den ersten Stock. Natürlich hat er nur Popo, aber wie viel mehr willst du daraus kriegen, wenn du Popo hast, als den ganzen Stock? Übrigens, Niklas hat die Tendenz, jetzt rauszurollen. Er macht die Ei raus und Tech-Rolle raus. Ja. Wenn Niki abcatcht, dann wird das sehr, sehr garstig für Niklas. Schon jetzt 27% gefressen. Es ist nicht die Welt, aber es matcht ihn immer näher zu den Crouch-Cancel-Schein-Prozenten. Und das sind also Sachen, diese kleinen Habits. Ne? Ich glaube, die sind Niki auch aufgefallen, aber ich glaube, Niki ist so der Typ von Spieler, der auch wartet auf einen wichtigen Moment, um es dann auch zu punishen. Oh ja, fair, ja. Aber wann ist der wichtige Moment? Wir sind hier gerade in Game 5 und es ist der ebene Stefan. Es ist der ebene Stefan, das stimmt. Aber vielleicht einfach noch einen Stock warten. Fair, ja. Die Chance, die hat er jetzt doch schon mehrmals gehabt. Nana hat nicht gegoblint hier. Nana hat den Backthrow gemacht und Niki kriegt nichts aus seinem Grab auf der Top-Plattform hier. Leider für ihn. Gut für uns alle. Geburnt? Nana lebt und Niki kriegt den Punish auf die Upbeam nicht. Ist auch, ich finde es relativ schwierig, Falcos Upbeam zu punishen, weil die halt eine riesige Hitbox hat und er landet mit 4 Frames Landing Lag immer. Oh mein Gott, okay. Hätte er die Kante vor ihm gegriffen. Ausrufezeichen Clip in den Chat für diese unfassbare Interaktion. Das werden wir uns noch lange Zeit behalten, wie Kinso diesen Stock aus keinem Grund verloren hat, weil Niki einfach ready war. Oh, guck mal, Tech in Place, okay. Tech-Roll raus. Also weg. Okay. Jemand hat gesagt, das ist mein Lieblings-Eis. Der Eis-Climber. Okay. Und nach wie vor, Niki kann nicht viel Damage on-tacken mit dem Sopo, genau wie es am ersten Stock schon war. Es ist so even. Es ist so even in Game 5. Es ist so eben, Dicker. Ja. Da war ein bisschen langsam, aber es hat funktioniert. Geht mit der Up-Air, pokt die Top-Plattform, aber der Light-Shield-Slide-Off von Kinso hat diesen Top-Plattform-Poke, den Niki schon viele Male versucht hat, auch in anderen Games, vor allem auf dem Yoshi's Game. Oh, er wartet einfach auf den Spot-Touch, man. Okay. Und die Nana ist noch da und Kinso schnappt sich den Zopo und jetzt die Nana. Aber Niki kriegt ein Opening daraus. No und das ist manchmal alles, was du brauchst und da ist es. Das ist... Er hat jetzt 2 Stocks Nana gegen sich selbst getradet, Niklas. Genau, das ist nicht das, was er wollte. Berlin bleibt kalt, sind die Chants. Eisclimbers, Berlin bleibt kalt. Digga, die SDI, Alter, so ein Boxcheater, ich schwör's dir. Voll, Digga. Er hat einfach diesen Tetris-Roll gemacht auf seinem Controller. Aber er wurde trotzdem von 4 getroffen, hat deswegen 3,5% bekommen. Okay, Wave Dash in Center, damit er halt aus der Center Station Advantage spielen kann, anstatt zu probieren, für ein Juicy Opening zu gehen. Weil Niki probiert hier nicht nur ein bisschen Damage gegen Niklas zu bekommen, er probiert auch Mental Damage zu bekommen, wenn er mit Sopo ist, weil er weiß, das ist das letzte Game in dem Set und es ist das wichtigste Game, das er die letzten Jahre gespielt hat. Nana, wohin wirfst du? Oh, Nana kooperiert! Die Reverse Doppelbär und das ist das Set und Niki! Oh mein Gott! Mit dem JV2 gewinnt das Game 5 und ist im Grand Final! Kinso! Letztes Jahr der beste Deutsche, dieses Jahr der zweitbeste Deutsche. Und es sieht so aus, als wäre das Ranking korrekt. So sieht es nämlich aus. Wir haben heute nur Upsets gesehen, aber das hier, das bleibt wie sein soll. Wie es sein soll, ist jetzt. Das will ich so nicht sagen, aber so wie es Papier sagte. Wie das Komitee es entschieden hat. Das Komitee hat entschieden. Auf das Komitee ist Verlass. Der Gemeinderat hat beschlossen. Niki gewinnt diese. Ja, und ey. Good shit an Niki. Er hat das Winners Final gewonnen.
Er hat gerade nochmal Shoutouts gegeben an Sean, der ihn vielleicht darin trainiert hat oder so. Kann sein. Guck dir diesen Mann an. Was denn?